Für Hydroponik braucht man ja auch Saatgut, also kleine Plättchen. Ich habe mir dazu extra sowas gekauft. Da ist unten eine Matte drin, so ein Vlies. Das ist eine Kapillarwirkung, das Wasser nach oben abgibt. Ein Töpfchen kommt normalerweise Erde oder Steinwolle. Ich nehme ganz einfach Watte. Und dann stopfe ich mal den Rest voll und dann schauen wir weiter. Das sind jetzt 84 dieser kleinen Töpfchen und da sind noch 2, 4, 6 von den größeren dabei, die ich wohl am Anfang jetzt nicht verwenden werde. Da könnte man dann die Pflanzen umsetzen, die schon größer sind, zum Beispiel Tomatenpflanzen. Ansonsten bin ich jetzt fast fertig mit dem Einstopfen. Als nächstes kommt dann das Saatgut drauf. Nachdem man das ja auch auf normalen Vlies anbauen kann, habe ich mir gedacht, das geht bestimmt mit Watte auch. Ja, was plane ich anzubauen? Erbsen. Ich probiere mal Radis, also Radieschen, Asiasalat, einen Kopfsalat, eine Gurkensorte vor Gebirgstrauben und einen Eichblattsalat. Die Salatsamen sind ja wirklich winzigst. Wenn man sich das anschaut, sieht man sie schon rauskullern. Von daher gesehen werde ich da jetzt immer 2, 3 in die Töpfchen füllen. Eines wird davon schon ankommen. Die Keimfähigkeit, da bin ich von dem Versand im Saatgut sehr überzeugt. Der liegt teilweise bei 98% und ja, bin ich eigentlich zufrieden mit. So, dann den Kopfsalat, ist auch wieder ein sehr kleines Saatgut. Gut, ja auch nicht größer als das andere. Nur noch ein bisschen was dazu. So. Dann probieren wir den Asiasalat. Das ist auch gut, schon wesentlich grobkörniger. Also auch leichter hier einzubringen. Ja, dann Radiesamen, der ist schon wirklich sehr grob. Da kann man auch schöne einzelne aussehen. Ich habe trotzdem nur 2 dieser Saatperlen da rein. Pro Töpfchen machen wir auch 2 rein. Bleibt mir sogar noch was übrig. Das hebt man natürlich auf. Dann die Gurke. Gurken sind ja relativ groß. Dann schauen wir auch immer, dass wir 2 oder 3 in diese Anzuchtgefäße geben. Machen wir auch wieder 2 rein. So, und der Rest hinten. Dann mache ich jetzt einfach mal mit Erbsen. Da habe ich auch in jedes der Töpfchen mal 2 rein. Damit wir dann ungefähr wissen, was drin ist, mache ich mir so eine grobe Zeichnung und mache hier immer die einzelnen Streifen, erst 2, dann einen, dann die 2 Radis. Wenn nicht so viel daneben geht, nehme ich so eine ganz, ganz kleine Kanne. Ja, und gieße dann von oben einfach mal. So, und den Rest wird fließen unten dann. Gießen wir jetzt nochmal 2 Kannen rein.
Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht alles nur für die Hydrokultur hernehmen kann, sondern eventuell auch für die Hochbeete. Jetzt hier mal so der Anbau auf Watte. Ja, man sieht schon manche Sachen wie hier, die keimen schon. Also schon nach einem Tag. Das Saatgut von Bingenheimer ist relativ gut. Ja, wenn die größer sind, dann kann man sie entsprechend umsetzen. Entweder in die Erde oder eben in die Hydrokultur. So, Tag 3. Das sieht man schon. Die Salate sind schon hochgegangen. Die Radieschen auch. Und man sieht schon leichte Keimansätze an den Gurken und hinten an den Erbsen. Da habe ich aus Blechdosen, meine Frau sagt, ich soll nicht alles aufheben, und Abschnitten von einer solchen Schwimmnudeln, habe ich gestern Gurkenpflänzchen umgesetzt. So, ich habe ein bisschen umgebaut. Mein großes Anbaukästchen unter die Lampen gestellt, weil ich festgestellt habe, dass die Triebe etwas zu dünn geraten. Sie müssen vorne, aber hinten die Erbsen, die treiben auch aus. Ich kann demnächst mal Salate und Radieschen umsetzen. Hier auch 5 Tage vorbei. Salat ist noch groß, Gurken sind jetzt auch schon groß geworden. Erbsen sind noch nicht da. Aber ich habe schon einige Gurken umgepflanzt hier, für Hydrokultur vorbereitet, und da treibt auch noch eine kleine aus. Heute möchte ich euch mal an einem Beispiel zeigen, wie sich die Gurkenpflänzchen nach ca. einer Woche machen. Schaut mal, wie lang die Wurzel da unten schon ist. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt einfach in die sonst schwimmenden Schwimmnudelstücke Zahnstocher reingemacht, damit die ein bisschen die Luft auch an die Wurzel kommt. Aber das funktioniert recht gut. Also man kann jeden Behälter umfunktionieren zu einem hydroponischen Anzuchtset. Ich habe hier hinten auch noch mal eine ausgegessene, so ein Fleischsalat. Da mache ich Löcher rein. Und die Löcher, dann kann ich dann auch wieder mit kleinen Schaumstoffklötzchen die Pflanzen setzen. Die Spritzen habe ich eigentlich nur dazu da, um was abzumessen. 6. Tag. Die Erbsen sind immer noch nicht da. Aber der Rest kommt ganz gut, und heute werde ich auch ein paar Sachen umziehen. Von den Salate, die sind jetzt schon relativ leggy, also haben lange Stiele. Auch die Radieschen und der Rest. Und deswegen setze ich sie dann um in so ein System hier. Das, oder auch mal teilweise in die Erde. Hier habe ich zum Beispiel jetzt noch ein Pflänzchen drin. Das mache ich vielleicht raus, setze es in diese Variante rein und setze dann hier ein paar Salate rein.